Und weiter geht's. Ich stehe immer noch hier, wo ich die Wölfe getötet habe. Wir gehen mal hier hinten durch. Zack, zack, hoch und... Wir kommen unserem Ziel aber immer näher. Diesen Obelisken. Und schon wieder so eine Schlucht. Oh. So. Die Bienen lasse ich jetzt mal sein, den Honig. Ich nehme noch ein paar Stöckchen immer mit, damit ich noch ein paar Pfeile machen kann. Also auf alle Fälle müssen wir in diese Richtung. Hier oben ist eigentlich auch ein schönes. Ein schönes. Aber wir können uns mal 5 Steine suchen und mal so ein Flammenaltar aufbauen. Das, da sind wir nicht so weit weg, wenn wir irgendwie doch hier das Zeitliche segnen. Den kriegt man nicht, der ist zu groß. Wie viel haben wir denn Steine? Bum, 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 bum. Wo ist er denn? Wo sind sie denn, die Steine? 12! Na, da können wir uns doch so ein Flammenaltar bauen. Handwerk. Eine Flamme bauen wir uns. Jawohl. So. Den können wir ja dann irgendwann wieder mitnehmen. So, den versuchen wir mal hierher zu pflanzen. Oder? Können wir den noch näher ran an... Nee, wir stellen den mal hierher. Wir stellen den mal hierher. So, den... Ich habe doch eine Fackel dabei. Was erzähle ich denn? Die 5. Na bitte, können wir doch hier herstellen. Das wäre auch ein schöner Platz, um eine richtig schöne fette Burg zu bauen. Stellen wir hier her. So, alles klar. Da können wir jetzt weiter. Jetzt haben wir erstmal einen Punkt, wo wir uns wieder... Was ist denn das? Keine Ahnung. Lukar. Wo wir uns wieder hinreißen können mit der Schnellreise. Wir müssen aber immer noch hier rüber. Ich möchte aber nicht im Miasma landen. Muss ich ehrlich sagen. Da gehen wir mal hier lang, wo wir ein bisschen besser spielen können, oder? Nee, das müsste doch eigentlich gehen. Was, jetzt sollen wir hier lang? Da unten? Irgendwo sein, da ist eine Brücke. Es sieht eigentlich vielversprechend aus. Also, pack den Kleider aus, mein Freund. Ah, hier ist eine Flamme. Hier können wir einen Flammenaltar, können wir auch wieder hin. Den aktivieren wir doch gleich mal. Ist aktiviert. Da ist nichts. Doch, hier ist was. Nee, auch nichts. Hm? Naja, gut. 56 Meter in diese Richtung. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Das sieht doch so aus, oder? Yo, wir haben den Quest erfüllt. Wir haben den Quest erfüllt. Um den anderen Kram kümmern wir uns nachher. Obelisterabbauer.
Lies den hochweiten Obelisk des Miasmas. Nicht, dass wir uns jetzt hier beim Lesen erwischen. Lesen. Auf dass die Flammen geborenen Schutz bieten. Unvorhergesehen, die Menschheit ist vergänglich. Nichts als ein kurzer Moment. Ein längst getätigter Atemzug, ein Blinzeln. Und dennoch, trotz ihrer Sterblichkeit, haben sie Feuer erschaffen. Eine eigene Flamme, die dem bevorstehenden Sonnenaufgang entgegenleuchtet. Sehr poetisch. Alles klar. Gut. Wir haben den Obelisk gefunden. So, da können wir eigentlich nachher wieder zurück zu diesen, oder den lassen wir erstmal stehen. Wir können die ja nach und nach wieder wegmachen, wenn wir wollen, unsere Flammenaltäre. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann reißen wir dorthin, reißen den ab und reißen nach Hause. Das ist ja nicht so. Bücher mitnehmen, die Bücher mit. Nee, nicht hinlegen. Hoch mit den Hinnersten. Die Bücher sollst du nehmen. Willst du wohl nicht? Das sind nicht die richtigen, doch. Gut, haben wir Bücher. Ein Lagerfeuer. Was ist hier? Hier liegt auch wieder was zu lesen. Obeliskeninschrift. In der Tat weist der Obelisk dieselben Zeichen auf wie jene, die wir im Ödland untersucht haben. Dies deutet auf ein formales Schriftsystem hin, das aus Logogrammen und Silbenschrift besteht, was meine Hypothese nur bestätigt. Bestimmte Lexigraphen wiederholen sich, was auf einen thematischen Konsens hindeutet oder auf einen begrenzten Wortschatz. Ich sehe jedoch einzigartige Zeichen, die auf dem östlichen Obelisken nicht zu sehen waren. Ein Dialekt? Wie üblich kann ich die Sprache nicht entziffern. Enttäuschend, aber nicht überraschend. Laurent Grimm. Grimm. Alles klar. So, die Bücher nehmen wir mit. Jetzt habe ich sie zerlegt, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, gut. Ist nun mal so. So, da schauen wir doch mal, was hier noch drin ist. Ein Fell. Das nehmen wir mit. Ach, was kommst denn du wieder hier an? So, ein Heinz. So, ich muss auch mit meiner. Ist ja keine Werkbank irgendwo. Dass wir das Ding wieder ganz machen. Mal schauen, was da drüben ist. Obelistere aber. Wir hatten den dort gemacht. Nehmen wir mit. Gut. Drüben ist ein Feldlager. Naja, zurückreisen können wir immer noch. Wenn es uns hier nicht gefällt. Was ist in der Kiste? Nix. Gut, alles klar. Wir nehmen jetzt auch mal unsere Hacke. Damit können wir nämlich auch zerlegen. Müssen wir hier irgendwie. Oh, ist der Doppelsprungschädel. Brauchen wir den Stoff und die Stöckchen nehmen. Metallschrott, den nehme ich mit. Oh, hier ist eine Kiste. Eine Truhe. 7 Schrottpfeile. Ja, die nehmen wir doch gleich mal mit. So, was ist hier noch? Salz und Spinn. Rucksack voll. Also, müssen wir mal ausdünnen hier. Und zwar, die Knochen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aus den 37
Stöckchen, da machen wir uns nämlich jetzt ein paar Pfeile. Holzpfeile. Und das eine Stöckchen, das können wir wegschmeißen. Das können wir löschen. Das eine können wir löschen. So, da können wir nämlich, haben wir wieder einen Platz, um zu looten. Das ist Garn. Naja, gut. Garn brauchen wir auch nicht unbedingt. Ist hier irgend... Ah, hier oben ist ein Haken. Alles klar. Das ist zwar nicht, das war nicht das, was ich wollte. Oh, wir sind doch oben. Wir sind oben. So, und jetzt schauen wir mal. Wieshof. Wieshof. Hallo, lebt hier noch jemand? Oh ja. Oh. Ich glaube, das könnte unser Ende sein. Jetzt hauen wir mal hier ab. Jetzt hauen wir mal hier ab. Ah, Gott. Komm, du bist gleich weg. Jawohl. So, waren da noch welche unterwegs? Also, nochmal hier rüber. Wieder falsch. Wieso komme ich nicht dort rüber? So, also schauen wir uns das mal aber von Weitem erstmal an. Metallschrott, das nehmen wir natürlich mit. Und was hat der Wolf? Knochen. Knochen und Fleisch. Ja, ich nehme alles mit. Und die Knochen schmeißen wir gleich wieder raus. Gut. Schauen wir mal, da war doch bestimmt nicht nur der eine. Ja, den kriegen wir schon langsam weg. Den Wolf hier mit unserem perfekten Zauberstab. Da oben ist noch einer. Mal sehen, ob wir den treffen könnten. Nee. Nee. Ja, jetzt haben wir ihn. Ist er? Da hat sich verkrochen. Nein, weiter vor sollst du laufen. Ah, da unten ist er. Ja, das bringt nichts auf die Entfernung mit dem Zauberstab, kannst du vergessen. Erweitere dein Zuhause. Ne, das wollen wir jetzt nicht erweitern.
So, wir gehen aber erstmal hier runter. Ja, die wir mal durchsuchen. Wasser, Dietrich und. Nimm das Schwert in der Hand, mein Freund. Auch wenn es nicht mehr viel wert ist. Eine Truhe. Explosives Material. Rucksack voll. Es hat jetzt keinen Sinn, hier weiterzumachen. Also beamen wir uns erstmal oder holen wir noch unseren. Unseren Todespunkt. Nee. Gut, wir sind drüben. So, ich würde sagen, wir gehen nach Hause. Jawohl. Das brauchen wir auch nicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir gucken auf unsere Karte. Und wo ist unser Rotfeld? Wo ist unser Zuhause? Zuhause Stufe 1. Ja, das ist es. Schnellreise. Wieso Stufe 1? Ach so, Baugebiet. Alles klar. Alles klar. Das kenne ich doch eigentlich auch schon. Ich habe doch eine Seele. Müssen wir das jetzt erweitern? Wollen wir das erweitern? Ja. Erweitere deinen Baubereich. Das können wir doch erledigen, dieses. Ich habe doch eine Seele in meinen Kisten hier. Ich habe eine Seele, das weiß ich. Da ist sie doch. So, was können wir denn jetzt erstmal hier reinräumen? Was haben wir denn hier drinnen? Da haben wir Waffen. Ja, das können wir hier reinpacken. Das haben wir jetzt 17 Mal. Flammen haben wir jetzt 15 Mal. Harz kommt woanders hin. Da habe ich jetzt Platz für eine Seele. Dann nehme ich mal die Bomben. Nee. Die Hack, die nehme ich mal hierher und nehme die Seele hier rein. Muss sowieso mein Zeug wieder aufräumen. Das mache ich aber wieder offline. Also damit behellige ich euch nicht, dass ich hier große Aufräumaktion mache. Aufwerten. Jetzt habe ich 80 mal 80. Und dann brauchen wir die Flamme, haben wir's. Und dann brauchen wir noch mal 5 Miasma Seelen. Ach, du kriegst die Motten. Na, da können wir aber kämpfen. Alles klar. Gut, wir haben jetzt aber 80 mal 80 Baugebiet. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen. So. Genau. Wenn ich schlafen war, dann mache ich mal einen ganz kurzen Cut. Da räume ich mein Zeug weg und dann unterhalten wir uns mal mit der Jägerin. Findet die Bäuerin. Die sollen wir jetzt finden. Hat der Hahn gekräht? Ja. Der Hahn hat gekräht. Alles klar, meine Freunde. Ich räume jetzt mal mein Zeug weg und dann melde ich mich wieder. So, meine Freunde, ich habe meinen Kram jetzt erstmal verstaut. Jetzt will ich erst einmal noch Versteckchen suchen, 20. Und ich brauche noch einen Metallschrott. Dann will ich mir nämlich mal ein paar Pfeile machen bei der Jägerin. Das waren, glaube ich, Moment, ich schaue noch mal. Ich glaube, ich Feuersteinpfeile. Wir brauchen. Ne, Schrottpfeile. Schrottpfeile. Die machen, glaube ich, den meisten Schaden. Und was ist mit. Moment. Können wir noch andere. Hier. Feuersteinpfeile. Da brauchen wir 20 Äste und 10 Feuersteine.
Und das werde ich jetzt erstmal in Angriff nehmen. Aber... Und als nächstes habe ich mir ausgedacht... Und zwar schauen wir mal ins Journal. Ins Tagebuch, nicht ins Journal. Dass wir nicht dieses zusammen stärker, wir holen noch nicht die Bäuerin. Und zwar werden wir uns Salzminenstandort. Denn Salz brauchen wir, um Leder zu trocknen oder Felle zu trocknen, damit wir überhaupt unseren Rucksack erweitern können. Deswegen würde ich das als erstes vorziehen, dass wir uns mehr einen größeren Rucksack machen können, damit wir mehr Transportraum haben. Ich suche jetzt mal hier noch ein paar Steckchen zusammen und wenn ich die zusammen habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, meine Freunde, ich habe meine Schrottpfeile gemacht. Ich habe noch gleich ein bisschen geschlafen. Und jetzt ändern wir unseren Quest um. Und zwar, Moment. Tagebuch, Quest, Salzminenstandort als aktive Quest und auf der Karte anzeigen. So, alles klar. Und dann schauen wir uns doch mal die Karte an, wo wir hin müssen. Da hoch. Was ist das? Das hier ist... Eckstädter Salzminen. Alles klar. Was haben wir hier oben noch? Was ist, muss da noch was sein? Miasmawurzel. Mhm. Eckstädter Salzminen. Als Wegpunkt setzen. Genau. Alles klar. So, dann schauen wir mal, in welche Richtung wir müssen. Hier hinter. Ja. Also, hier oben lang Eckstädter Salzminen. Da schauen wir doch mal, dass wir uns ein bisschen Salz besorgen. Und da oben, das habe ich schon... Dürfte eigentlich nichts mehr sein. Wir steigen nämlich hier hoch, wo die... Ne, im Banditenlager, da war ich noch nicht. Banditenlager mit Schacht, da war ich noch nicht. Das machen wir jetzt aber, da machen wir jetzt lang. Ich glaube, das ist unsere Richtung, die wir lang müssen. So, da oben das eine Haus, das habe ich weggemacht. Was ist denn das? Holz, nehmen wir mit. Habe ich überhaupt alles so einigermaßen rausgeräumt? Muss ich mal gucken. Oh, ich habe wieder einen Haufen Spittel dabei. Na, außer Salz werden wir da oben nichts brauchen, oder? Nee, wisst ihr, ich gehe erstmal nochmal nach Hause. Es ist noch früh am Morgen. Da räume ich den Quatsch erstmal noch raus. Es ist besser, es ist besser. Macht er jetzt? Oh, hat wieder keine Kraft mehr. Der Ausdauer ist auch weg. Alles klar. Gut, ich räume aus, dann geht's los. Dann geht's zum Abenteuer. So, meine Freunde, auf geht's. Jetzt gilt's. Wir haben alles leer gemacht. Und jetzt geht's hier hinter. Auf der Suche nach der Salzmine. Da können wir nämlich nachher der Jägerin ein Trockengestell bauen. Was ist das dort hinten? Gar nichts. Das war ein Grafikfehler. Alles klar. Ein Trockengestell bauen, da kann die uns... Können wir Leder trocknen. Jetzt hat er jetzt gemacht. Drei mit der Hacke zugehauen. Uiuiui. Gleich mit der Hacke zugehauen. Gut. Da oben bin ich fertig. Das habe ich durch. Das haben wir aufgelöst hier oben. Da liegt auch noch Holz rum. Nee, das nehmen wir jetzt nicht mit.
Da oben brauchen wir jetzt auch nicht. Wie jetzt hier da oben, das machen wir mit von hier oben vom Hügel aus. So. Plündererlager mit Schacht. Und wir haben jetzt einen schönen Pfeil und Bogen. Was für Pfeile habe ich denn jetzt ausgerüstet? Die wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte die normalen Pfeile. Die rüsten wir aus. Ausrüsten, die Holzpfeile, genau. Die reichen uns nämlich für die Brüder hier. Haben doch hier irgendwelche Sprengsätze. Ah, ja. Schon hat's ihn erlegt. Da hinten ist doch auch noch irgendein Sprengsatz, oder? Ist da nicht auch was hier? Nee, dort nicht, aber hier hinten. Jetzt brennt's. Jetzt knallt's gleich, jawohl. So, müssten wir sie eigentlich alle weg haben. Wir nehmen mal die 4 und... Was habe ich denn jetzt genommen? Die 4 ist doch eine Bandage, so ein Quatsch. Wir wollten jetzt meine Hacke auf der anderen Seite. Hier. Die wollte ich. Falls doch noch was lebt hier. Falls doch noch einer hier lebt. Schrott her. So, lange halten wir uns hier sowieso nicht auf. Da gibt es sowieso irgendwie einen Schrott nehmen wir mit, ja. Das nehmen wir mit. Hier ist auch noch was zum Durchsuchen. Naja, gut, das nehmen wir alles mit. Oh. Das haben wir aber Schweiß. Sauerei, ehrlich. Das war meine eigene Dummheit jetzt. Die Bombe nicht gesehen. Dann nehmen wir mal einen, dann nehmen wir doch mal einen. 7, einen... Lebenstrank. Sind wir wieder aufgefrischt. So, also schauen wir mal, was wir hier noch finden. Da war doch noch irgendwo in der Kiste. Hier hinten. Die Bücher nehmen wir auf alle Fälle noch mit. Die brauchen wir dann mal für einen Alchemisten. Wird doch vergessen umzuschauen. Harz nehmen wir natürlich mit. Bestimmt Bomben drin, wusste ich's. Nehmen wir mit. Das da hinten ist leer, das ist klar, das kriegt man nicht nochmal. Aber vielleicht haben wir hier noch ein paar Schrott oder sowas. Ne, Holz. Ne, hier ist ein Salz. Das nehmen wir natürlich mit. Das nehmen wir natürlich mit. Gut, das Holz lassen wir erstmal liegen. Wir gehen weiter in unsere Richtung, die wir. Wir können ja uns nicht jedes Mal hier an dem Lacher ergötzen und aufhalten. So,
Es ist Energie wieder weg. Der Ausdauer. Hier hinten steht ein Mais. Den nehmen wir mit, den Mais. Action. Ja, da wollen wir auch mal sehen. Die friedlichen Äcker, die lassen wir auch mal links liegen. Sonst kommen wir ja überhaupt nicht nie in einer Folge ans Ziel, wenn wir uns um alles links und rechts am Wegesrand kümmern. Vor allem, die sind ja, wenn man neu startet, das Spiel immer wieder vorhanden. Da hinten ist Miasma. Was haben wir hier oben? Was ist denn das dort oben? Das sieht aus wie irgendwelches Getreide oder sowas. Da müssen wir mal schauen. Was ist hier? Och, komm, du kriegst einen Frack voll. Nehmen wir mit. Oh, ein paar Knochen, gut. Ach, das ist eine Wolfshöhle, alles klar. Aber hier oben, das sah doch aus. Nee, das ist nichts Besonderes. Halt, vier unsere Hacknummer. Ist das der richtige Weg? Müsste sein. Wir sind schon wieder, aber wir ziehen das jetzt durch. Wir laufen jetzt die Meter. Können wir hier fliegen? Ja. Da unten ist auch Miasma, da wollte ich nicht reinfliegen. Noch 315 Meter. Naja gut, die besten Fliege macht er nicht. Noch 278. Doch jetzt sofort aufkreuzen. So weit sollte es jetzt nicht mehr sein. Also hier hinten waren wir überhaupt noch nicht. Ist da drüben, ist das Eck. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an, dieses Dorf da drüben. Das Dorf schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir schauen jetzt erstmal, ob wir in die... Das sind schon wieder Wölfe. Das hat nur mit Wölfen zu tun hier. Bleibt ja da drüben. So, es müssten ja hier irgendwann diese Salzminen kommen, wenn nicht irgendwo wieder steht. Unten. Ich sehe es kommen, dass wir wieder nach unten müssen. Noch 29 Meter. Ach nee, es könnte doch hier sein, oder? Das sieht doch fast so aus. Ah. 25 Meter. Ich sehe es kommen, da drüben. Nee, 36 Meter.
Soll das wirklich hier unten sein? Wir schauen erstmal hier lang. Ne, das haut ja nicht hin. Hier ist ein riesen Feuerstein. Hier ist ein Haken. Eine Truhe. Was finden wir hier? Explosives. Geht's wieder. Ne, es geht kleiner. Halt, du sollst rückwärts. Halt, runter, runter, habe ich gesagt. Runter. Nein, dort lang. Hier ist was zu lesen. Ich spüre das Glück. Das Salz säumt jede dieser gottverlassenen Klippen. Es hängt in der Luft. Verwandelt Rum in Lauge. Und doch kann ich es schmecken. Ihr wartet es auf mich. Ich spüre es tief in den Felsen. Eine Vibration auf meinen Fingerspitzen, ein Puls. Das gleiche Zucken, das ich spürte, bevor ich ein Ast ziehe. Ich kenne es nur zu gut. Dieses Brummen wird meine Pechsträhne beenden. Endlich ein wenig Glück. Bertram. Ist der bloß Feuerstein. Irgendwo muss es ja jetzt hier reingehen in die Salzmine. Ja, hier? Nee. Weiter runter. Ja, ja, alles nehmen. Das nehmen wir auch alles mit. Meter. In diese Richtung. Standort oben, das könnte ich mir ja fast denken. Da oben ist das wahrscheinlich. Na gut, gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. So ein Kuckuck. Was frisst mich da an? Oh, dieses Viech. Standort oben. Also müssen wir erstmal wieder hier hoch. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Ah, hier ist ein Haken. Nauf damit. Hopp, hopp. Hier hoch. Die Wand wieder hoch hier. So, hier sind wir jetzt erstmal für einen Moment halt hier hin. Standort oben. Also muss hier irgendwo der Eingang sein. Was ist denn das jetzt? 638 Meter. Was hat er uns da jetzt angezeigt? Findet die Bäuerin, wieso? Hat er schon wieder findet die Bäuerin? Ist das jetzt erledigt? Ne, wir sind doch nicht in den Salzminen. Jetzt gucken wir mal ins Journal. Moment. Das Tagebuch.
Es ist also, das ist erledigt, aber wir haben noch kein Salz. Alles klar, meine Freunde, wir haben den Standort gefunden, aber das befriedigt uns überhaupt nicht. Kann ich hier irgendwie wieder zurückreisen? Nee, kann ich nicht. Also, wir reisen jetzt erstmal wieder nach Hause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Das durchsuchen wir noch hier. Da haben wir Nägel und Salz. Hier haben wir auch noch mal was anderes. Haben wir das nicht vor uns schon durchsucht? Wo ist dann die Salzmine, wo wir Salz abbauen können? Das hätte mich interessiert. Gut. Oder, nee, wir bleiben hier, meine Freunde. Wir schauen uns dort hinten diese Ortschaft an. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.